Hallo und herzlich willkommen, meine Rambas. Ja, das ist der neue Begriff für meine Fans und Zuschauer. Ich weiß gar nicht warum, aber ich finde es irgendwie lustig. Deswegen heißt ihr ab sofort Rambas, beziehungsweise euch betitel ich einfach ab und an so. So, wir sehen ein Replay vom AT15A, dem Premium 7er TD. Gespielt hier auf der Karte Minen im Standardgefecht. Und der Wardaddy aus meinem Clan zusammen mit Corzel haben das Glück des Top-Tiers. Sind wir mal sehr gespannt, wie er ihn spielt, weil den Panzer und den TD besonders kann man auch aggressiv spielen und gerade als Top-Tier noch umso besser. Er ist zwar leider nicht der schnellste, aber ansonsten da vorne kann man dann durchaus schon, wenn er dann mal steht, richtig ordentlich zuhauen. Unglaublich ärgerlich, dass ich jetzt übrigens hier dieses Video sozusagen neu kommentieren muss, weil mir hat es sämtliche Aufnahmen zerhaut, die ich so hab oder gemacht hatte. Das mache ich in meine Aufzeichnungen von über den World of Tanks Replays und Movies mache ich immer am Sonntag, beziehungsweise eigentlich mache ich alles so gut es geht am Sonntag und produziere es vor, aber mein Aufnahmeprogramm wollte einfach mal das Spiel nicht mitschneiden, beziehungsweise den Spielsound. Ja, und von dem her, dann nun nochmal neu. Aber sei es drum, das passiert halt einfach auch mal den Besten. Dass man 7 Folgen aufnimmt und dann erst nach 3 Stunden merkt, dass man das alles für die Katz gemacht hat. So, jetzt wird er vom M6 da seitlich getroffen. Nimmt sich noch einen mit. Jetzt auch noch vom MT. Aber jetzt kommt er hier wenigstens rum. War aber teuer. Jetzt bounced er sogar. So, jetzt der E25 prallt aber ab. Aber jetzt macht er ihn weg. So, jetzt kann er hier oben aufräumen. Aktuell steht es 1:4 für den Gegner. So, T67. Zack, der weg. Und jetzt noch der MT25. Der Reload ist sehr schnell, sehr angenehm. 6 HP Abstauber. Der hat bisher 109 HP Schaden gemacht und 3 Kills. Ja, so geht's halt scheinbar auch. Nicht schlecht. So, jetzt kann er sich wieder der Mitte widmen, nachdem er ja oben alles weggemacht hat. Und Auto-Aim schießt hier drüber. Genau, ich wollte gerade sagen, aim doch einfach ein. Und nochmal. Ja, der M6 hat hier schlechte Chancen, wenn er weiter so bleibt. Und er kann einen nach dem anderen raushauen. Und der ist tot und so. Und jetzt direkt auf den KV. Mit Auto-Aim. Zack, noch ein. Das sind viele kleine Nadelstiche, die der hier macht. Aber auf die Dauer tun die halt doch weh. Jetzt setzt er ihn sogar in Brand zeitlich. Nochmal. Zündet ihn nochmal an. Ja, der KV-3 hat da noch einen rausbekommen, aber jetzt hat er mittlerweile auch 1500 Schaden und 4 Kills. Das schaut nicht mehr so schlimm aus wie gerade eben noch. Muss hier ein bisschen auf die Art hier aufpassen, aber da dürfte wohl nichts passieren. Der Hügel ist auf jeden Fall seiner. Und mal schauen, ob er von hier oben noch den ELC da trifft. Oh, da ist eine Su. Da hat er beides. So. Jetzt kann er hier schön auf die Su wirken. Su 85 hat er gerade abgeblockt. Su 100 auch. Also man sieht, er bounced auch einiges. Jetzt prallt er ab. Aber die Su verzweifeln an ihm. Dann nochmal. Jetzt schießt sie sogar HE. AP, HE. Egal was da passiert. Es bringt alles nichts. Ihr seht schon. Jetzt schießt er mal blind dahinter, wo die Su stehen müsste. Ne, ein bisschen weiter rechts würde sie stehen. Sieht man eigentlich ganz schön am Indicator. So, mittlerweile 2600 Schaden gebounced. 2400 gemacht. Den Krieger hat auch mal ganz nebenbei mitgenommen. So, und jetzt fahrt er wieder in die Mitte. Denkt sich, da ist ja auch noch ein bisschen was. Die Su hat ja da Probleme, also helfe ich doch der auch mal.
Und jetzt zack, den Black Prince nochmal hinten rein. Ins Gebälk nochmal. Oh, der Tiger, vielleicht auf den. Nee, Black Prince. Der Tiger guckt gar nicht. Oh, Ladeschütze tot. Jetzt hat er ganze 5 Sekunden. Jetzt zieht er sich ein bisschen zurück. Jetzt bei uns da auch. Die Zoo nimmt mal schnell den Tiger raus. So, zack. Erster Hit. Und Kill ist Kill. 3000 Schaden. Knapp 2770. Also nicht knapp, sondern 2770 gebounced. 24 Treffer mittlerweile abbekommen. Kann man ja schon fast sagen, wäre ein siebtes Ding. So, wo ist denn die Su 85? Die fehlt ja auch noch auf der Liste. Und die Arti dementsprechend auch. Zusammen haben sie 8 Kills. Sehr, sehr nice. Da ist sie, aber steht leider jetzt hinterm Stein. Da kommt er nicht drauf. IS-2 macht es klar und jetzt ist nur noch die Arti im Leben und die wird wahrscheinlich bekanntermaßen da auf A1 stehen. Und? Nein? Ja, doch. Da ist sie. Da kommt er auch nicht mehr. Die Arti macht dann noch den VK weg. Ja, aber jetzt macht der IS-2 das alles klar. Und der Sieg ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Sehr schöner Krieger. Die ersten 3 Kills, die waren ein bisschen einfach. Aber danach ging es ordentlich rund. Viel abgeprallt. So schaut das aus. Ja, IS-2 macht's hier. Ja, vielen Dank für das Replay. Ich hoffe, euch hat's gefallen, meine Rambas. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Haut's rein. Tschö mit Ö.